Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu diesem Video von mir. Dieses Video ist für mich ein sehr besonderes Video und zwar stelle ich euch meine neuen Klamotten vor, die am 1.6. in meinen Shop kommen werden. Das ist der Grund, warum ihr auch hier die ganze Zeit Werbevideo eingeblendet seht, weil es einfach Werbung für meinen eigenen Shop ist, für meine eigenen Klamotten. Aber ich würde sagen, ich laber gar nicht lange drum herum, sondern fange hier direkt an. Und zwar wisst ihr ja, dass ich immer am 1.6. und am 1.12. neue Klamotten in meinen Shop rausbringe. Und diesmal halt am 1.6. werden nicht wie normalerweise irgendwie 5 Klamotten kommen, sondern 7. Und davon 5 normale Merch-Sachen, sage ich mal, und 2 so ein bisschen Special-Sachen. In diesem Video werde ich euch zum ersten Mal alle Sachen zeigen, die wirklich am 1.6. in den Shop kommen werden. Das heißt, ich würde sagen, ich fange an mit den normalen Merch-Sachen und gegen Ende des Videos kommen dann die beiden Special-Sachen. Das erste Produkt, das ich euch zeigen möchte, ist dieses weiße T-Shirt. Das ist ein wenig weiter geschnitten. Wir sehen auch, dass es unten hinten ein wenig länger geschnitten ist, sodass man das auch unter einen Hoodie cool anziehen kann. Und hier vorne haben wir, naja, den Print kennt man, glaube ich. Das ist die Erschaffung Adams und wir haben über die Köpfe einfach Smileys gesetzt. Hier hinten guckt ein Alpaka raus und hier haben wir über das Genital eine Pizza gepackt. Dann haben wir so getan, als wäre das mit so einem Klebestreifen hier draufgeklebt worden. Also deswegen seht ihr hier oben bei dem Design so einen kleinen Klebestreifen eingeblendet, ganz blass. Also das ist auf jeden Fall das erste Shirt, was in den Shop kommen wird. Und falls ihr euch übrigens gefragt habt, warum im Titel steht, ich bin Model, naja. Ich dachte, wenn ich euch die Sachen einfach so zeige, wäre es zwar ganz cool, so ihr würdet die Sachen sehen, aber Lucy hat sich gedacht, sie stellt euch die Sachen nochmal vor, weil sie unbedingt Jeremy's Next Topmodel werden möchte. Also wie ihr gerade bereits gesehen habt, so sieht das ganze Shirt aus, wenn es getragen wird. Es ist wirklich ein bisschen weiter geschnitten. Bei der ganzen Kollektion diesmal habe ich darauf geachtet, dass die Sachen mehr oversized sind. Also weil ich selber einfach mittlerweile mit meinem Style so gewachsen bin, sage ich mal, dass ich das alles so ein bisschen weiter trage. Ich trage einfach nur noch XL beispielsweise. Deswegen, wenn ihr wollt, dass es eng sitzt, bestellt euch eine Größe kleiner. Aber sonst sind die Jungs bei Holy Mesh, also mit denen mache ich ja zusammen meine Klamotten. Die sind auch sehr kulant. Also wenn ihr es bestellt und dann denkt, nee, ich brauche doch eine Nummer kleiner, könnt ihr es auch zurückschicken und euch nochmal eine Nummer kleiner bestellen. Also das hier ist auf jeden Fall das erste Produkt, ein T-Shirt mit dem Erschaffung Adams Print. Kommen wir auch nun zum zweiten Produkt und zwar ist das wieder ein T-Shirt und zwar dieses hier. Das kennt ihr, glaube ich, schon. Hier vorne steht LCRW drauf, also einfach die Vokale weggelassen. Das machen ja einige Unternehmen. Und hier hinten auf der Rückseite ist dann der Print drauf, auch LCRW, so ein bisschen im AC/DC-Design. In der Mitte haben wir allerdings dann einen Smiley. Hier springt ein Alpaka raus, hier ist Pizza, hier sind Musiknoten. Also alles Sachen, für die ich auf meinem Kanal einfach stehe. Also ich stehe jetzt nicht für einen Smiley oder einen Alpaka, aber ich habe mit allen Sachen irgendwie ein bisschen was zu tun. Der aufmerksame Beobachter stellt direkt fest, hey Luca, da ist ein leichter kleiner Rotstich hinten mit drin. Das liegt ganz einfach daran, weil dieses Shirt wird quasi bedruckt mit diesem Print und dann ist es nochmal Stonewashed. Das sieht man so ein bisschen an dem Stoff hier auch schon. Und deswegen kommt dieser leichte Rotstich, obwohl ich es eigentlich sogar ehrlich gesagt ganz geil finde. Ich finde das Shirt auf jeden Fall mega geil. Ich finde auch, es sitzt ultra gut, aber Lucy, stellt euch das Ganze nochmal auf dem Catwalk hier vor. Dankeschön an der Stelle, Lucy. Wie ihr es gerade nochmal gesehen habt, dieses Shirt hier kommt auch in den Shop. Also die beiden T-Shirts, die am 1.6. jetzt reinkommen, kennt ihr schon. Aber wir machen jetzt direkt weiter mit einem Hoodie. Und zwar ist das dieser hier. Den hatte ich selber beim Fantreffen in Berlin schon an. Ihr seht auch hier wieder direkt, der ist stonewashed. Also der hat da so ein paar ausgewaschene Stellen und so. Ich feiere einfach Stonewashed übertrieben. Dadurch sieht einfach jedes Produkt anders aus. Also jedes Produkt ist einfach ein Unikat. Glückwunsch. Ich habe Luke Crew handschriftlich geschrieben. Wir haben das eingescannt und haben das quasi hier draufsticken lassen auf die Brust. Also ganz klein und simpel und clean. Auf der Rückseite haben wir hier gar nichts. Wir haben aber eine, ich glaube, die riesigste Kapuze, die ich je gesehen habe. Also das ist wirklich so ein richtiger Chiller-Hoodie. Ich feiere den übertriebenst. Wir haben die Kordel auch nochmal überarbeitet. Also die Kordel ist jetzt auch nochmal so ein bisschen dicker geworden, aber trotzdem so zweischneidig, sage ich mal. Lucy wollte auch den hier unbedingt anziehen. Also ja, Freunde, habt ihr es gerade mal gesehen, so sieht der Hoodie angezogen aus. Ich finde den mega geil. Von den Merch-Sachen ist das auf jeden Fall mein Lieblingsprodukt. Und ich habe auch vorher schon beobachten können, dass sehr, sehr viele von euch auf dieses Produkt unfassbar gehypt sind. Und deswegen haben wir direkt mehr produzieren lassen und deswegen dauert es auch
ein wenig, wenn ihr den direkt am 1.6. bestellt, bis der bei euch zu Hause ankommt. Normalerweise ist es unser Ziel beim Lukas Shop, dass ihr das Produkt, wenn ihr es bestellt und es auf Lager ist, dass ihr es innerhalb von 3 Werktagen wirklich zu Hause habt, was wirklich extrem schnell ist. Bei dem Hoodie hier wird es jetzt allerdings vermutlich so 1 bis 1,5 Wochen dauern. Tut uns wirklich unendlich leid, aber wir dachten, wir bestellen direkt mehr und bevor dann wirklich irgendwie 500 Leute ihre Sachen nach 3 Tagen bekommen und alle danach müssen einen Monat warten, sollen lieber alle dann irgendwie 1 bis 1,5 Wochen warten. Ich glaube, das ist zu verkraften. In der Tat. Wenn ihr meinen Shop schon länger kennt, wisst ihr auch, dass ich wirklich bei jedem Launch, also immer am 1.6. und 1.12. kommen so Sachen wie Shirts, Hoodies, keine Ahnung was. Und es kommt immer eine Sache, die es so bisher in meinem Shop noch nicht gab. Letztes Mal am 1.12. waren es beispielsweise die Smiley-Socken. Was es allerdings diesmal am 1.6., also in circa einer Woche sein werden, sind diese Schlüsselanhänger. Die gibt es einmal hier in schwarz, also ihr seht auch schon, dass das von der Seite, das sieht echt mega geil aus, also das ist nicht einfach so drauf geprintet, das Schwarz, sondern man fühlt das auch richtig hier, als wenn da so ein 3D-Druck drauf wäre. Hier hinten steht ganz klein Luke-Schuh, also wirklich nur minimal, und den gibt es auch einmal in weiß, also die könnt ihr euch auch im Shop bestellen, und das ist quasi das Produkt, was diesmal so das neue Produkt ist. Da hatte Lucy jetzt keinen Bock, damit irgendwas zu machen, weil was... Also, damit kann man ja keinen Catwalk jetzt machen. Also, diese beiden Schlüsselanhänger kommen auch in den Shop am 1.6. jetzt in einer Woche. Und ich würde sagen, wir machen auch direkt weiter mit einem nächsten Produkt. Und zwar wieder ein Hoodie. Luke-Crew Established 2011. Der Begriff Luke-Crew existiert zwar erst seit einem Jahr oder so, würde ich sagen. Allerdings habe ich 2011 meinen Kanal eröffnet. Deswegen habe ich gedacht, Established 2011, da ist meine Community quasi angefangen zu wachsen. Da ist mein Kanal eröffnet worden. Und das ist quasi der gleiche schwarze Hoodie, nur in weiß. Und mit so einem Flockdruck hier vorne drauf. Also das ist wirklich nicht wieder einfach irgendwie drauf geprintet oder so, sondern hier, das fühlt man richtig, das ist so ein weicher Druck, als wenn man das irgendwie so ein auf dem Teppich ausgeschnitten hätte und draufgeklebt hätte. Ja, ich habe Ahnung davon. Also ich versuche da mittlerweile echt krasse Sachen zu machen, irgendwie mit Stick oder mit diesem Flockdruck oder irgendwie sowas. Das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Der Hoodie hier ist auf jeden Fall ein bisschen dünner als der schwarze und er ist komplett weiß. Also ich hatte einfach noch keinen richtigen weißen Hoodie in meinem Shop, außer der limitierte Pizza-Hoodie damals. Aber ich würde sagen, ich werde den Hoodie jetzt auch einfach mal Lucy geben, dann soll die den auch nochmal kurz anziehen und dann seht ihr jetzt, wie der auf dem Catwalk aussieht. Hammer! Lucy, echt, du wirst Germany's Next Topmodel. Heute Abend ist ja, by the way, das Finale von Germany's Next Topmodel. Schon mal ein ganz kurzer Vorgeschmack auf mein Video morgen. Ich bin heute Abend beim Finale und darf sogar eine Kamera mit reinnehmen. Alle Leute, die da hinkommen, müssen so Handy abgeben, Kamera abgeben. Ich darf da drin vloggen. Also morgen kommt dann auch ein richtig witziger Vlog von meinem ganzen Tag und abends dann halt vom Germany's Next Topmodel Finale. Aber das hier ist auf jeden Fall der Hoodie, der in den Shop kommt. Finde ich auch mega, mega geil. Um ganz ehrlich zu sein, ja... ich trage halt lieber schwarz. Von daher würde ich sagen, dass der schwarze Stonewash doch noch ein bisschen geiler ist. Aber den hier finde ich auf jeden Fall auch mega nice, auch zum Kombinieren mit einer Jeansjacke. Und wo ich jetzt gerade Jeansjacke gesagt habe, Freunde, das waren die 5 Produkte, die normal in den Shop kommen werden. Also die normalen Sachen, die normal viel kosten werden. Also wir sind bei den Hoodies wieder so bei an die 50 Euro. Das sind ja normale Preise. Also wie ihr bereits gesehen habt, wir haben das weiße Shirt mit dem Erschaffung Adams Print drauf. Wir haben das etwas dunklere Stonewash Shirt mit LCRW vorne und dem Print hinten. Dann haben wir den weißen Hoodie mit Luke-Crew Established 2011, dann haben wir den schwarzen Hoodie mit Luke-Crew leicht in der Handschrift und wir haben die Schlüsselanhänger. Doch was ihr noch nicht kennt, sind die beiden Special-Produkte. Und zwar ist das einmal eine Jeansjacke, die habe ich euch bereits in einem Instagram-Livestream gezeigt. Wir sehen hier auch in, hier drin, da haben wir extra kein Smiley reingepackt, sondern die beiden Special-Sachen heißen quasi Established 2011. Das ist jetzt Größe XL, die ich trage. Die ist so ein bisschen ripped am Kragen, also ihr seht schon, dass es hier so leicht aufgeht und auch hier auf der Seite sind hier so ein paar offene Stellen. Das habe ich aber extra so gemacht, also das soll wirklich so ausgewaschen sein und so geil sein und so ein bisschen ripped, weil das nicht so clean und keine Ahnung, sondern die soll wirklich locker sitzen, die soll mega, mega so distressed looked sein, so mit so Farbklecksern drauf. Hatte ich einfach mega Bock drauf. Und ja, genau, so sieht die dann auf jeden Fall von vorne aus. Also ihr seht schon, da sind so Farbkleckser drauf. Ihr seht schon hier, die ist hier so ein bisschen mehr ausgewaschen. Vom Schnitt her habe ich wirklich nach Italien eine Jeansjacke geschickt, die ich sehr oft anhabe. Und die haben den Schnitt nachgebaut und wir haben dann quasi noch das Design verändert. Also die feiere ich wirklich übertriebenst. Und auf der Rückseite haben wir dann Established 2011 so draufschreiben lassen. Also einfach Established 2011. Da sehen wir auch schon, dass das hier ganz normal drauf geprintet ist. Also das ganz normal rot und das hier, ja, keine Ahnung, das ist wieder so, ja, ich vergleiche das halt immer mit so einem Teppich ausgeschnitten. Also man fühlt schon hier so richtig drüber. Hier kann man nichts fühlen, aber hier fühlt man so die Schrift. Ihr merkt auf jeden Fall schon, wie euphorisch ich bin, wenn ich dieses Produkt hier in der Hand halte. Also das ist einfach so ein Produkt. Davon gibt es auch nicht viele. Die sind limitiert auf,
Ich weiß nicht, wie viele wir davon jetzt genau haben. Davon gibt es auf jeden Fall nur einige hundert Stück. Also Freunde, wenn ihr euch so eine Jeansjacke kaufen möchtet oder das andere Produkt, was ich euch gleich noch vorstellen werde, dann seid auf jeden Fall schnell, weil das ist erstmal nur so ein Testlauf, ob es überhaupt gut ankommt bei euch. Also ich weiß nicht, bei mir, ich kann die Jacke einfach mal anziehen. Also so sieht die Jacke jetzt bei mir aus. Wir haben hier natürlich auch Taschen am Start. So sieht die von vorne aus, von hinten sieht die so aus. Also ihr seht schon, dass hier dieser Establish, ich muss leider gerade ein bisschen runtergehen, weil das Stativ so weit unten ist. So sieht die Jacke hier auf jeden Fall aus. Ich feiere die übertriebenst. Ich bin richtig froh, dass wir es jetzt innerhalb von 5 Monaten hingekriegt haben, so ein Ding auf die Beine zu stellen. Ja, also, wenn ich diese anhabe, denke ich mir so, ja, die würde ich mir auch im Laden kaufen. So, die mache ich einfach selbst. Feier ich auf jeden Fall übertriebenst. Die Sache ist allerdings, da das natürlich eine Jeansjacke ist und die von der Qualität genauso ist wie eine D-Square-Jeansjacke beispielsweise, muss es dann natürlich auch mit dem Preis ein bisschen höher gehen. Ihr findet die genauen Preise im Shop, allerdings wie diese Jeansjacke, meine ich wirklich an die 140, 150 Euro kosten. Alle, die normalerweise so Merch kaufen, denken jetzt natürlich erstmal, wow, was? Andere bieten irgendwie Hoodies für 50 Euro, also mache ich ja auch hier die Hoodies oder T-Shirts für 30 an oder irgendwie so. Jetzt kommt Luca mit einer Jeansjacke für 150. Es ist von der Qualität das Krasseste, was ich je gemacht habe. Also wenn ihr Bock auf eine Jeansjacke habt und eventuell sogar meine Statur habt oder so, dann würde ich euch auf jeden Fall Größe XL empfehlen. Die kann man ein bisschen weiter tragen, da kann man noch einen Hoodie drunter anziehen. Wir haben auch extra hier an den Ärmeln haben wir so einen Knopf noch dran gemacht, also damit man die auch aufmachen kann und vielleicht mal hochkrempeln kann so ein bisschen. Ich will auch gar nicht so lang labern. Ich sehe, das Video ist in der Rohdatei schon wieder 24 Minuten lang. Also guckt euch die Produkte wirklich einfach am 1.6. mal im Shop an. Da haben wir auch noch ein paar Mood-Shots gemacht. Ich habe die Jacke an, also ihr seht auch genau, wie die bei mir sitzt. Ich bin 1,93 groß, also da würde ich euch auf jeden Fall auch Größe XL empfehlen. Guckt euch die Produkte einfach am 1.6. im Shop an. Das ist auf jeden Fall eines der beiden Special-Produkte, die in den Shop kommen werden. Und das andere Produkt habe ich noch nie gezeigt bis jetzt. Und zwar ist es diese Jacke hier. Und man denkt erstmal, okay, was ist denn das für eine Jacke? Was ist denn das? Wieso ist denn die Silber oder so? An den Ärmeln ist ein ganz normaler Stoff, also so ein bisschen so eine dickere Sommerjacke. Da kann man perfekt ein T-Shirt drunter anziehen an diese Jacke, wenn es ein bisschen kühler ist, sage ich mal, im Sommer so um die 15 bis 20 Grad. Perfekt halt irgendwie abends, da möchte man rausgehen, möchte nicht nur im T-Shirt rausgehen, weil es eventuell zu kalt wird. Wir haben auch eine Kapuze hier am Start und jetzt denkt man erstmal, hä? Ach scheiße, so ein bisschen sieht man das sogar schon. Ich habe jetzt hier leider keinen heftigen Blitz am Start oder irgendeine Softbox, weil ich das hier gerade von meinem Fenster drehe, dieses Video. Allerdings würde ich sagen, ich ziehe diese Jacke jetzt einfach mal kurz an. Erstmal, wir haben hier vorne übrigens an den Kordeln so Established 2011 drauf geschrieben und die Kordeln sind auch ein bisschen dicker, also die fallen zum Beispiel ganz geil. Ich würde sagen, ich ziehe diese Jacke jetzt einfach mal an und sage dann Jule, hey, mach mal ein Foto von mir normal mit dem iPhone und dann noch ein Foto mit Blitz. Ein paar Sekunden später. Also das hier vorne ist ein komplett normales Foto, wenn man diese Jacke anhat. Doch dann hat Jule ein Foto gemacht, wo sie den Blitz aktiviert hat und dann sah das Ganze so aus. Also diese Jacke ist eine Reflective Jacke. Wenn ihr also beispielsweise nachts draußen unterwegs seid und ihr habt diese Jacke an und irgendein Auto fährt an euch vorbei, auf 300 Metern seht ihr einfach schon, wow, da spiegelt irgendwas zurück. Dann fährt er näher an euch vorbei und wird einfach komplett geblendet von dieser Reflective Jacket, von dieser Limited Reflective Jacket. Also die ist genauso wie die Jeansjacke auch limitiert. Also falls ihr die haben möchtet, müsst ihr wahrscheinlich auch eher schnell sein. Ich meine, gebt euch das. So denkt man, das ist eine komplett normale Jacke und dann macht einer ein Foto mit Blitz. Irgendwie bei der Abenddämmerung ein Foto mit Freunden und man selbst zerstört einfach das komplette Foto wegen der Jacke. Find ich mega geil. Ich wollte schon voll lange irgendwas mit Reflective machen und alle meinten immer, ja, mach doch den Smiley Reflective, so wie bei dem roten jetzt, wie du es gemacht hast. Aber diese Jacke, wirklich komplett Reflective. Man merkt auch, der Stoff ist ein bisschen fester und so weiter und so fort. Und das Branding ist auch wirklich nur über diese Kordeln hier, aber das ist krank. Das ist einfach eine heftige Technik. Also diese beiden Sachen sind jetzt die beiden Special-Sachen, die am 1.6. in meinen Shop kommen werden. Einerseits die Jeansjacke und diese Reflective-Jacke. Die werden beide, denke ich, so um die 140 Euro kosten. Es tut mir leid, dass die Preise da so teuer sind, aber das sind einfach krassere Produkte und die dauern einfach länger zu machen. Zum Beispiel an der Reflective-Jacke, da arbeiten wir seit mehr als einem halben Jahr dran. Und das dauert auch einfach länger und da fließt mehr Arbeit rein. Und das ist einfach krasser und schwieriger zu machen, als jetzt ein stinknormales Shirt mit einem Print drauf. Ich hoffe, ihr versteht mich da. Ich zwinge natürlich niemanden, irgendwas zu kaufen. Ich selber bin nur so ein Mensch, wenn ich etwas mache, dann will ich es richtig machen. Deswegen war meine Pizza ein bisschen teurer. Dafür war sie größer und qualitativ besser und hat auch einfach wirklich, also
Das war meine Lieblingspizza. Und genauso auch bei meinen Klamotten. Und da möchte ich lieber mir ein bisschen mehr Zeit lassen und hau nicht jede Woche ein neues Produkt raus, so wie es irgendwie Logan Paul macht oder so. Überhaupt nichts dagegen, aber es sind halt normale Produkte. Sondern mach dann halt irgendwie sowas Krasses und lass mir ein bisschen mehr Zeit. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen teurer. Aber wie gesagt, es ist eh limitiert. So, wenn ihr es euch nicht kaufen möchtet, wenn es euch zu teuer ist, dann gibt es natürlich auch noch die anderen Sachen. Oder kauft euch einen Schlüsselanhänger, der kostet wirklich fast nichts. Ich bin auf jeden Fall mega froh, dass ich euch jetzt endlich alle Sachen, sage ich mal, zeigen konnte. In einer Woche am 1.6., also hier nochmal 1.6. wirklich 15 Uhr luka-shop.de, da kommen die Sachen rein. Danke, dass ihr mich jetzt so lange hier aushalten konntet. Ich dachte mir, hey, yo, ich nehme dieses Video kurz auf, das dauert vielleicht so 7 Minuten, ich stelle nur jedes Produkt kurz vor, aber es gibt zu jedem Produkt so eine Hintergrundgeschichte. Zum Beispiel auch bei diesem Erschaffung Adam Shirt wollte ich zuerst das letzte Abendmahl nehmen, wo alle an diesem Tisch sitzen und dann haben alle so quasi so ein Smiley auf und anstatt dass die da Brot und Wein essen, trinken die irgendwie Cola und essen halt irgendwie Pizza oder so, aber da dachten wir dann halt, ja, da habe ich ja schon vor Monaten Umfragen gemacht, so, hey, ist es vielleicht ein bisschen blöd, das letzte Abendmahl jetzt irgendwie für Merch zu nehmen. Deswegen haben wir jetzt die Erschaffung Adams genommen. Wir hatten zwischendurch noch Napoleon auf seinem Reiter mit einem Smiley quasi ausgestattet. Und es gibt zu jedem Produkt wirklich irgendeine Story. Deswegen wollte ich einfach unbedingt dieses Video hier machen. Ich weiß, dass auf meinem Kanal normalerweise nur so Unterhaltungssachen kommen oder mal Gaming oder irgendwie. Ich saß ja zum Beispiel noch vor einer Woche und habe mit Alexa geredet, die mich übelst abgefuckt hat. Aber sowas, finde ich, muss auch mal sein. Vor allem bei so einem Projekt wie Klamotten, wo ich jetzt wirklich seit Monaten hinterherhänge. Also ja, Freunde, 1.6. Ich habe es oft genug gesagt. Ihr findet einen Link in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch ein paar Sachen bestellen würdet. Ihr könnt es ja auch anprobieren und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es auch zurückschicken. Ja. Ja. Ciao. Luka-shop.de